Hallo Hamburg, hallo Kampnagel. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Politikteil on the Road, heute aus Hamburg vom Europacamp der Zeitstiftung Bucerius. Live aus welchem Saal? Hier steht Saal XXX. Welcher Saal ist das hier? K6, glaube ich. Ne? H6. H6. Seid ihr K6? K6. Ah, ich dachte H6. H6 heißt auch unser Rekorder sonst immer, wenn wir im Studio aufnehmen. Ja, toll, dass ihr alle gekommen seid, um das Politikteil nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Und jetzt wollen wir euch nochmal hören, gerne. Ein bisschen laut. Richtig laut. Bitte nochmal. Danke. Ja, toll, sehr toll. Wir haben zu Gast heute eine der tollsten Kolleginnen, die wir bei der Zeit haben. Und sie hat einen der schwierigsten Jobs, vielleicht sogar den schwierigsten Job, den wir im Moment zu vergeben haben. Sie ist nämlich die Korrespondentin der Zeit in Kiew, in der Ukraine also. Und sie erlebt jeden Tag hautnah mit, was wir hier in Hamburg und in Deutschland generell relativ leicht verdrängen können, dass dort nämlich Krieg herrscht. Jeden Tag herrscht dort Krieg, und zwar mitten in Europa. Wir sind ja auf dem Europacamp. Dieser Krieg ist Teil der Realität in Europa. Und wir wollen versuchen, dass wir aber heute vielleicht mal was hinbekommen, was zu selten wahrscheinlich gelingt. Wir wollen nicht nur über die Ukraine reden, wir wollen nicht nur über Taurus und Iris T. und Reichweiten reden, sondern wir wollen gerne auch mal hören, was die Menschen reden, die in der Ukraine leben, was sie bewegt, wie es sich anfühlt, da zu sein, wie es ist, welche Debatten die eigentlich führen und natürlich auch, wie die auf Europa gucken, wie die auf uns schauen. Und das machen wir mit dir, Olivia. Du erlebst das jeden Tag. Ich freue mich sehr. Genau, Olivia Cortas ist zu Gast, und wie alle unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Und das spielt jetzt die Tonregie mal ganz nahtlos ein. Oh, das war unangenehm. Ja, es tut mir leid, mir war das nicht so ganz bewusst, dass das natürlich im Raum gespielt wird. Das ist eine Säge, wie man hören kann. Das habe ich vor 3 Wochen aufgenommen. Da war ich an der Front unterwegs und war in einem Keller, in einem alten sowjetischen Keller unweit der Front, wo 3 Soldaten, ohne Schutzbrillen, ohne irgendwie Schutzhandschuhe oder was auch immer, Granaten zersägt haben. Also Granaten, die ein bisschen größer waren, zurechtgesägt haben, damit sie leichter sind, damit Drohnen sie tragen können und dann in die russischen Positionen werfen können sozusagen. Ich habe das mitgebracht, weil das so ein bisschen die Lage momentan beschreibt. Also diesen Zwang zu improvisieren und diese Verzweiflung, weil man einfach viel zu wenig hat und dann eben sich was Neues überlegen muss. Okay. Ja. Und den Zwang zu improvisieren, den erlebst du auch jeden Tag, wie alle Menschen, die dort leben. Und du hast kürzlich in einem Artikel darüber geschrieben und hast geschrieben, wie das eigentlich ist, jede Nacht vom Luftalarm geweckt zu werden. Das ist ja was für die allermeisten von uns wahrscheinlich unvorstellbar ist. Was machst du denn? Also ich gehe meistens erstmal nicht in den Flur, das ist so mein Schutzraum sozusagen, sondern gucke erstmal, was fliegt. Wir sind alle mittlerweile Expertinnen geworden, wir wissen, wann, wo was abgeschossen wird und wie lange es dann dauert, bis es bei uns angekommen ist. Und genau, dann gucke ich mir erstmal in Checkgruppen an, welcher Flieger hat das wo genau abgeschossen, kann ich noch 2 Stunden schlafen, bevor das eventuell vielleicht in Kiew ankommt. Und wenn ich aber eine Explosion höre, wenn ich höre, manchmal werde ich wach von den Flugabwehrsystemen auf Deutsch, und dann begebe ich mich aber in den Flur. Also dann stehe ich auf, gehe in den Flur und warte erstmal ab, was da gerade noch so auf ist. Und warum der Flur? Man muss sich in den Raum begeben, wo keine Fenster sind. Fenster zerspringen und dann zerschneiden sie. Das ist das Wichtigste, und man braucht 2 tragende Wände, und das ist bei mir eben im Flur der Fall. Mhm. Du gehst aber auch manchmal in die U-Bahn. Das ist, glaube ich, der Ort, wo die allermeisten dann hingehen, wenn es sich
ein bisschen ernster anhört. Ja, ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt eine neue Wohnung habe, die ein bisschen sicher ist, die ein bisschen, ja, die umringt ist auch von anderen Gebäuden. Ich wohne jetzt im zweiten Stock, nicht mehr im dritten und ich habe, ja, viel dickere Wände. Familien gehen sehr häufig in die U-Bahn. Das sind ja diese sehr, sehr tiefen U-Bahnen. Man kennt das ja auch aus russischen Städten, ne? Die wurden ja damals sehr, sehr weit verbuddelt sozusagen, um eben auch als Schutzraum zu funktionieren. Und da gehen eben Menschen mit Kindern hin. Und dann auch tatsächlich, wenn eben nur die Sirenen heulen, weil das mit Kindern natürlich noch ein größeres Risiko ist. Man ist dann ja nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern für, ja, kleine Menschen. Wie lange harrt man da aus? Menschen mit Kindern meistens stundenlang, bis der Alarm vorbei ist. Ja, das ist aber auch bei mir meistens der Fall. Ne? Wenn ich höre, jetzt werden wir wirklich angegriffen und es wird viel abgeschossen, dann bleibe ich auch so lange, bis der Alarm vorbei ist. In dem Artikel hast du geschrieben, du nimmst dann deine Matratze mit in den Flur und versuchst da weiter zu schlafen. Ich habe es nicht Funktioniert geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte eigentlich so eine Matratze kaufen, die in den Flur passt, weil der ist ein bisschen schmal. Das habe ich nicht geschafft. Ja, man liegt sich dann halt auf dem Boden, damit man zumindest nicht stehen muss. Ne? Aber schlafen kann ich da ehrlich gesagt nicht wirklich. Ist ein bisschen hart. Und du hast geschrieben, dass du einmal am Küchentisch in der Sonne gesessen hast, an einem Text, an einem Interview gearbeitet hast und plötzlich gab es eine gewaltige Explosion direkt in der Nähe. Was war da passiert? Das war jetzt gar nicht so lange her und wir haben uns eigentlich in Kiew, in der Hauptstadt zumindest, dann gewohnt, dass das meiste abgefangen wird, bevor es zu uns im Zentrum, bevor es ins Zentrum fliegen kann. Und das war an diesem Tag eben nicht der Fall. Da sind zwei Hyperschallraketen auf die Hauptstadt abgefeuert worden, Zirkonraketen. Und diese Marschflugkörper flogen wohl anders, also flogen wohl, das beschrieb mir ein Experte, wohl eher horizontal und wurden dadurch nicht erkannt von der Flugabwehr. Das heißt, wir hatten keinen Alarm und die wurden dann abgeschossen im Zentrum Kiews. Die Trümmer fielen dann auch auf eine Hochschule, fielen auf Wohngebäude. Das habe ich dann eben gehört, also zweimal diesen Knall, einmal den Knall, als die Flugabwehrrakete diesen Marschflugkörper traf und dann eben, als das dann nochmal nach unten kam. Ja. Du sitzt aber nicht immer in der U-Bahn, Gott sei Dank, sondern du machst auch relativ normale Sachen und auch die Ukrainer machen das. Die gehen in Cafés, die gehen auch in die Oper, die gehen auf Vernissagen und du bist da auch dabei und wir haben ja gesagt, wir wollen gerne auch ein bisschen hören, worüber die eigentlich sprechen, was die beschäftigt, wenn du mit Freunden dich triffst abends, redet man dann immer auch über den Krieg oder gar nicht oder muss man gar nicht drüber reden, weil es sowieso allen klar ist, dass das sozusagen das große überwölbende Ding ist? Der Krieg ist immer mit dabei, also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht über den Krieg sprechen. Interessanterweise spricht man nicht über die Flugangriffe auf die Hauptstadt. Das ist, glaube ich, auch so eine Art der Resilienz. Also auch wenn man davor nicht geschlafen hat und dann sehr frühe Termine hat am nächsten Tag, dann ist das kein Thema. Aber der Krieg an sich ist immer Thema, vor allem wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainern unterwegs ist. Und ich habe zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen dort vor Ort, deren Eltern leben in Donetsk unter Besatzung. Und sie ist mit ihnen in Kontakt und das beschäftigt sie sehr stark. Und natürlich spricht man dann oft über die Situation vor Ort und häufig kommt es auch vor, ich weiß nicht, verschiedene Situationen, beispielsweise hatte ich mal ein Dinner bei mir zu Hause und da kam ein Bekannter, der an dem Tag erfahren hat, dass er nicht mehr in der Armee dienen muss und der hat dann gefeiert, also das ist sehr, sehr häufig kommen solche Situationen vor, aber man kommt davon nicht weg, auch wenn wir gehen ja häufig ins Kino, es gibt einen totalen Theaterboom. Die Oper ist immer voll, so alle Kunsthallen auch, ne? Also das Kulturprogramm, ich glaube, das ist auch so eine Trotzreaktion und die Ukraine ist ja auch momentan ein Land, das die eigene nationale Identität wiederfinden muss, sich sehr stark abkoppelt von allem, was russisch ist und das findet alles statt, aber man kann sich dann nicht wirklich entspannen. So. Hm. Ich glaube, für viele ist es erstmal überraschend zu hören, dass es das alles gibt. Ich war letzten Sommer auch einmal in Kiew und ich habe allen hinterher erzählt,
die Restaurants sind voll, die Bars sind voll, jedenfalls bis zur Ausgangssperre, die dann irgendwann relativ früh kommt. Die Menschen sitzen in Cafés und frühstücken und so. Und dass es da die Oper gibt, dass es Vernissagen gibt, ich glaube, das muss man sich erstmal von hier aus so vorstellen. Die Stadt ist zwar im Krieg, aber sie hat ein totales, vitales Leben gleichzeitig auch. Wie kriegt man das beides übereinander, ohne verrückt zu werden? Es passiert häufig vieles parallel, ne? Also ich war ja auch in der Bar damals, als die Crocus Mall, als da dieses Attentat in Moskau stattfand. Und das war so eines, also das passiert sehr häufig, dass man irgendwo in der Bar ist oder im Club oder was auch immer. Und dann kommt wieder irgendeine Schocknachricht. Also wir verfolgen das ja alle, wir verdrängen das nicht, das geht nicht. Man muss ja immer gucken, was gerade passiert, weil die Situation auch sehr schnell umschlagen kann. Also man ist in der Bar und trinkt was und unterhält sich mit Freunden und trotzdem guckt man gleichzeitig immer aufs Handy. Genau, dann guckt man immer aufs Handy und dann war das jetzt halt irgendwie mit der Crocus Mall. Aber das ist so, als würde man, also ich glaube, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber wir kennen das ja alle, wenn irgendwo in Deutschland irgendein Terroranschlag passierte und man dann so liest, okay, im Münchner OIZ sind so und so viele Menschen erschossen worden, dann ist man ja erstmal in so einer Ausnahmesituation. Und das passiert dort im Endeffekt täglich. Also man stumpft da nicht ab. Zu einem gewissen Grad bestimmt schon, aber trotzdem nimmt man das ja mit auf und verfolgt, und was ist genau passiert. Und vor allem wir als Journalistinnen, aber ich glaube im Endeffekt alle sind da wirklich sehr stark informiert und kommen nicht weg vom Handy. Und das ist eben also dieses Parallele und dieses ständig, also wir sind, glaube ich, alle immer darauf vorbereitet, dass im nächsten Moment was Schreckliches passieren kann. So. Das ist immer so eine Bereitschaft, deswegen, man reagiert auch sehr schnell irgendwie auf, ich merke das auch, wenn ich dann in Deutschland wieder bin, man reagiert sehr schnell auf Geräusche, wenn irgendwo eine Tür zufällt. Das ist einfach eine andere Art zu leben, ne? Man ist sehr, sehr vorsichtig. Was machst du, um auf andere Gedanken zu kommen? Du hast mir mal erzählt, dass du kletterst. Machst du das auch dort? Das mache ich auch dort. Das hilft mir sehr, weil das auch, also ich glaube wahrscheinlich, das ist mit jedem Sport so, dass man dann natürlich sich auf den Sport fokussiert. Vielleicht ist es auch mit Musik so, ich weiß nicht, ich mache keine Musik. Aber das hilft sehr, und auch die Leute, ich klettere teilweise mit Expats auch, Leute, die fürs Rote Kreuz arbeiten beispielsweise, sagen eben auch, dass das eine Art von Rettung ist. Ne? Ja, total. Aber ich mache eigentlich, also wir machen alles. Ich mache sehr oft Dinge am Wochenende oder versuche das Gleiche zu machen, was ich in Berlin machen würde. Bloß hat das einen anderen Effekt, es entspannt mich nicht. Aber man macht das trotzdem, ne? Man hat ja trotzdem ein Leben und will weiterhin auf Ausstellungen gehen und so. Und wir machen untereinander sehr viele Dinner, besuchen uns häufig gegenseitig, weil dann die Bars, die schließen ja häufig um 10 Uhr abends schon oder 10.30 Uhr, weil ab 12 die Sperrstunde gilt bis 5 Uhr morgens, da darf man das Haus nicht mehr verlassen. Das heißt, man macht das dann eher im privaten Rahmen, damit man das bis kurz vor 12 noch ziehen kann und so. Also wir versuchen schon viel Spaß zu haben auch. Und ich glaube, also es gibt auch super viel Humor, man lacht auch häufig und es entwickelt sich so eine Art Kriegshumor, die ich glaube in Deutschland manchmal gar nicht zu vermitteln ist. Aber man kommt da schon dann damit gut klar. Gibt es denn auch sowas wie eine innenpolitische Debatte, die nicht mit dem Krieg zu tun hat? Also wir kennen ja alle unsere Debatten, die manchmal ein bisschen ulkig auch geradezu sind oder sich um so Dinge drehen, die einem im Vergleich dann relativ klein oder unwichtig vorkommen. Worüber wird gestritten in der Ukraine, politisch gestritten? Gestritten wird viel, politisch wird viel gestritten, aber alles hat irgendwie so ein bisschen mit Krieg zu tun. Ne? Also sehr stark gestritten wird über die Mobilisierung. Das ist ja immer noch ein Thema. Vor einer Woche hat der Präsident, hat Volodymyr Zelensky, ein Gesetz unterschrieben, das jetzt endlich die Mobilisierung neu regeln soll. Das wurde 4000 Mal, glaube ich, umgeschrieben in den vergangenen Monaten. Und am Schluss sind Dinge, die den Leuten wirklich wichtig sind, rausgefallen. Beispielsweise, dass man die Dienstzeit, dass man eine Maximaldauer festsetzt. Man hat darauf gehofft, viele Menschen, die deren Väter und deren Brüder und Ehemänner an der Front seit Beginn dienen, haben darauf gehofft, dass es eben auf 3 Jahre festgesetzt wird. Und das ist eben jetzt nicht so. Und da gab es dann zum Beispiel auch Proteste in Kiew. Also da sind die Leute auch wirklich wütend. Und ich habe jetzt vor kurzem, also am Anfang war es so, dass man, glaube ich, eher weniger debattiert hat untereinander, auch im Freundeskreis. Das hat
jetzt, das ist jetzt vorbei. Leute streiten darüber, vor allem in der Hauptstadt, wie man beispielsweise hilft. Was es überhaupt bringt, wenn man Geld sammelt, um Drohnen zu kaufen. Ob das die beste Art und Weise ist, diesen Krieg zu oder die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen und so. Das sind alles Punkte, die jetzt in den vergangenen Wochen, glaube ich, nochmal aufgrund der düsteren Lage an der Front viel häufiger angesprochen werden als zuvor. Aber ja, es hat alles, also auch Korruptionsthemen sind natürlich Themen, auch Journalistinnen und Journalisten, die jetzt wieder ein bisschen mehr Druck verspüren von der politischen Seite, das ist ein Thema, das debattiert wird, aber es wird alles immer im Kriegskontext gesehen. Aber sowas wie Diskussionen über, weiß ich nicht, Hochschulpolitik oder Klimapolitik, das gibt es nicht oder eher im Hintergrund? Das findet eher nicht statt, nein. Ja. Wir sind ja hier auf dem Europacamp und man kann sagen, dass dieser Krieg, der mal als Konflikt begann und dann zu einem Krieg wurde, auch natürlich ganz viel mit Europa zu tun hat, weil die Menschen in der Ukraine nach Europa wollten. Und am Ausgangspunkt stand ja, wir reden jetzt immer viel über die NATO, aber stand ja gar nicht sozusagen eine Debatte über die NATO, sondern eine Bewegung hin nach Europa. Fühlen die Ukrainer sich heute mehr als Europäer als vorher oder als früher, als das begann auf dem Euromaidan, als es die ersten Kundgebungen gab? Ja, und sogar mehr als noch vor Beginn der Invasion. Das kann man in Zahlen sehen, Umfragen und so weiter. Das kann man aber auch vor allem spüren, wenn man in der Ukraine lebt. Also das ist der eine Fokus, der viel Hoffnung gibt. Diese Aussicht, dass man ein Teil der EU werden kann. Und man versteht sich auch wirklich als Europäerin. Ich habe, glaube ich, Dutzende Male, vielleicht 100 Mal diesen Satz gehört, ach, du kommst aus Deutschland? Kiew ist ja das zweite Berlin. Also das ist auch ein Ding, das sich festgesetzt hat, vor allem so in der Feierszene. Es gab vor Beginn der Invasion auch sehr viele Flüge zwischen Kiew und Berlin, die eben so Feierflüge waren. Also es gab dann diesen Clubtourismus so ein bisschen und die Techno-Szene vor allem vor Ort ist dann sehr verkoppelt. Und das ist so einer der Teile, ne? Also so die jungen Hipster sozusagen fühlen sich so schon sehr stark wie Berliner. Und manchmal hat man, also es gibt viele Ecken auch in Kiew, die sich genauso anfühlen können wie Berlin teilweise. Also das ist eines von vielen, aber wir waren ja auch gerade bei dieser Entrussifizierung der Kultur. Und da, also man entrussifiziert sich, aber europäisiert sich zugleich. Das ist ein starker Sog und gäbe es das nicht, hätte man auch nicht so wirklich gute Aussichten für die Zukunft. Ne? Also das ist ja ein Ziel, das in der nächsten Dekade vielleicht erreicht werden könnte, dass man irgendwann mal vielleicht der EU beitreten kann und das, ich glaube, das gibt ganz viel Kraft auch. Aber die Reaktion aus Europa, sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei der Perspektive eines EU-Beitritts, kann man ja auch kritisch sagen, die Europäer, die EU, die sagen, ja, irgendwann kommt ihr dazu, aber wartet mal ab, das dauert echt noch lange. Also der Enthusiasmus auf Seite der Ukrainer ist groß, auf der Seite der Europäer nicht ganz so groß. Wie reagieren die Ukrainerinnen und Ukrainer darauf? Fühlen die sich schon enttäuscht oder? Nee, das wird gar nicht so. Sie sind so verliebt, dass sie die kalte Schulter nicht so spüren, oder wie? Ich glaube, diese kalte Schulter unter all den kalten Schultern, die es gibt, ist gerade die am meisten vernachlässigt wird, vor allem jetzt, wo die Existenzangst sozusagen nochmal größer ist. Also das wird gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das häufig, auch diese Debatten, wenn ich ukrainisch spreche, dann habe ich einen starken polnischen Akzent, weil polnisch meine Muttersprache ist sozusagen. Und dann höre ich auch wirklich immer noch, obwohl es diese Blockaden gibt seit Monaten an der polnisch-ukrainischen Grenze, höre ich immer, ach, das werden wir euch niemals vergessen, euch Polinnen und Polen, was ihr in den ersten Monaten gemacht habt. Und ich sage dann immer, ja, aber das, was gerade an der Grenze ist, das tut mir auch leid, das sieht irgendwie, das ist da. Und naja, das wird sich wieder eindenken. Also es wird über vieles hinweggesehen, um eben diesen Fokus, glaube ich, ja nicht aus den Augen verlieren zu müssen. Und ich wollte mal fragen, für was steht denn diese europäische Perspektive?
Freiheit, Schutz, Sicherheit. Vor Russland, Sicherheit. Mhm. Vor allem Sicherheit, das ist das Allerwichtigste. Und einfach eine Entkopplung von Russland. Auch die Abhängigkeiten natürlich, die immer noch, die bestanden, ja, bis zu Beginn der Invasion, die ökonomischen Abhängigkeiten. Das ist einfach eine Hoffnung auf Sicherheit und ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden, mit der man sich auch momentan am meisten identifiziert. Und gibt es, du hast jetzt gesagt, wenn sie hören, dass du einen polnischen Akzent hast, dann reagieren viele Menschen auf eine bestimmte Weise. Wenn sie hören, dass du aus Deutschland kommst oder für eine deutsche Zeitung arbeitest, gibt es da auch eine besondere Reaktion oder allgemeiner gefragt, wie schaut man auf Deutschland von Kiew aus? Das hat sich sehr stark verändert. Ich habe mir das jetzt zur Angewohnheit gemacht, das machen wir Journalistinnen ja eh oft, dass man am Schluss sagt, was würden Sie einem deutschen Publikum gerne vermitteln wollen? Was sollen die Leute in Deutschland hören? Was ist wichtig? Was sieht man da vielleicht nicht? Und das ändert sich mit der Zeit. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute in der Ukraine viel bewusster wahrnehmen, wie wir uns hier ändern. Für uns ist das, glaube ich, manchmal übersehen wir das, ne? Also wir haben ja bei diesen 5000 Helmen angefangen, mhm, und so weiter. Und manchmal vergisst man das, wie man sich hier stark bewegt. Und ganz lange Zeit, also es wird sehr stark gesehen, dass Deutschland unterstützt, dass die Unterstützung angestiegen ist. Und ich habe in den vor allem Ende vergangenen Jahres, sagten die Leute dann eben auf diese letzte Frage häufig, danke. Danke, ihr macht so viel für uns und wir wüssten, ohne euch wären wir jetzt nicht da. Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ich war ja vor 3 Wochen an der Front und habe da die Soldaten auch immer danach gefragt. Und die sagen jetzt häufig, ich würde den Deutschen raten, dass sie sich ein bisschen umsehen und vorbereiten. Also es ist sehr häufig so dieser Ratschlag jetzt. Also das hat sich schon wirklich geändert. Vorbereiten darauf, dass sie selbst Gegenstand von Aggression, also was heißt, genau, russische also Angriffe werden können. Mhm. Genau, also Vorbereitung darauf, dass, dass man ja, vielleicht auch selber irgendwann mal in einen Krieg mit eingezogen wird. Und das ist neu, das habe ich davor noch nicht so gehört. Das ist auch ein bisschen, hat wahrscheinlich auch mit der düsteren Lage an der Front zu tun. Ne? Aber das ist, genau, das sind dann eher so diese Ratschläge und das hört sich dann manchmal auch so ein bisschen, ja, düster an. Es ist nicht nur Danke, Danke, dank euch können wir überleben, sondern schaut mal, dass ihr euch jetzt auch vorbereitet und in die Puschen kommt. Auf dieses Düstere kommen wir ja gleich noch zu sprechen und deinen Besuch in Anführungsstrichen an der Front. Ich würde nochmal nach dem ukrainischen Blick auf Deutschland fragen wollen. Es sind ja auch sehr viele Menschen aus der Ukraine, vor allen Dingen Frauen und Kinder, hierher gekommen. 1 Million ungefähr, 1,5 Millionen, leben jetzt in Deutschland. Wird das auch wahrgenommen? Also gibt es dadurch wahrscheinlich auch eine relativ enge Verbindung? Vielleicht kennen viele Leute auch jetzt Menschen, die jetzt in Deutschland leben. Was hörst du darüber? Die Menschen, die auch in Deutschland leben, die reisen ja auch häufig zurück. Also es gibt sehr, sehr viel Bewegung da dazwischen. Ich glaube, Deutschland ist den Ukrainern viel näher gekommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in Deutschland so, das kann ich weniger beurteilen, das könnt ihr besser beurteilen, aber dass man sich irgendwie so ein bisschen näher gekommen ist. Es gibt sehr viele Witze über Bürokratie und Briefe, die ankommen und über unlesbares Bürokratendeutsch. Also das ist, dass man auch nicht bar zahlen kann. Also ihr kennt das ja, in Kiew kann man ja überall neben dem Restaurant per QR-Code die Karte sehen und da ist es eigentlich, also man benutzt kein Bargeld und so. Und diese Dinge, das höre ich ständig. Oh Gott, in Deutschland, da musste ich ja, also es gibt auch Leute, die zurückgegangen sind, weil sie gesagt haben, das war ihnen alles zu steif und so und dass es unaushaltbar gewesen sei. Ja, also das, doch, ich glaube, dass das wird auch viele Menschen, die jetzt hierher gekommen sind, werden auch hier bleiben, das ist klar. Ich meine, die haben Kinder, die seit 2,5 Jahren oder fast seit gut 2 Jahren jetzt hier in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen und so. Und das ist auch schmerzhaft für die Ukraine, weil die nicht wirklich... Das war ein Riesenproblem, oder? Weil sehr viele Menschen dann fehlen. Fehlen. Also das sind ja auch sehr gut gebildete Menschen, Expertinnen. Und die werden wohl nicht zurückkommen. Und das wird in der Politik als Problem gesehen. Also, und ich frage auch manchmal Politikerinnen, was ist eure Lösung? Wie wollt ihr die wieder zurückziehen?
Und sehr viele Ideen gibt es dann nicht. Also das Wirtschaftsministerium kommt damit zu Programmen, dass man den Ukrainerinnen im Ausland anbieten könne, dass sie von dort aus ein Unternehmen schon starten und wenn das dann anläuft, dann können sie zurückkommen und so. Aber das ist schon, also das ist noch alles in den Startlöchern, also nicht in den Startlöchern, es fängt alles erst an. Und man ist da, glaube ich, nicht überzeugt, dass man die Leute nochmal überzeugen kann, zurückzukommen. Und es zerreißt auch Familien. Und Beziehungen natürlich, also das wird auch gesehen. Wie ist es denn auf der politischen Ebene? Es gab ja am Anfang immer die Kritik, Deutschland liefert nicht. Es gab auch den Botschafter Melnik, der wahnsinnig viel Druck gemacht hat und also richtig gehend auch die Regierung manchmal beschimpft hat. Jetzt zuletzt gab es immer Töne von Selenskyj, der war ja auch im deutschen Fernsehen von, ich weiß gar nicht, war ein paar Monate inzwischen schon zu sehen. Und da hat er auch dem Kanzler gedankt und so. Ist das ehrlich oder ist das politisch taktisch? Also muss er das machen oder wird das auch auf der Regierungsebene wirklich so empfunden? Vermutlich beides, aber die meinen das schon auch so. Also ich hatte jetzt vor kurzem ein Hintergrundgespräch, deswegen kann ich auch nicht irgendwie das zitieren, aber ich kann den Ton wiedergeben mit der sozusagen mit der Person, die alles macht für den ukrainischen Verteidigungsminister. Und ich habe dann auch wirklich nachgefragt, wie läuft das denn mit dem Gegenpart und so und seid ihr zufrieden und so. Und das war wirklich sehr positiv, was da kam im Gespräch unter drei, wo sie auch dann wirklich in dem Moment hätte sagen können, das oder das läuft nicht gut. Doch das Bild Deutschlands hat sich sehr stark gewandelt und ich meine, das sieht man auch in dieser Woche, jetzt wo Deutschland quasi diese Patriot-Initiative startet, drei der vier Patriot-Batterien, die dann in der Ukraine sein werden, werden aus Deutschland stammen. Das ist ein Luftabwehrsystem. Das ist ein Flugabwehrsystem, das vor allem die Hauptstadt jetzt momentan schützen muss. Also vermutlich stehen da zwei dieser Abwehrsysteme einfach nur allein da, um Kiew zu beschützen. Und man bräuchte viel mehr davon auch entlang der Front. Da ist halt eben Deutschland, also da machen die Außenministerin, da macht der Verteidigungsminister, machen Druck auf EU-Partner, auf Griechenland, auf Spanien, auf die Niederlande, damit die mehr liefern. Und das kommt in Kiew an. Und ich kann auch wirklich sagen, also ukrainische Medien spiegeln sehr häufig die deutsche Debatte, spiegeln sehr häufig, was deutsche Ministerinnen und Minister sagen. Das wird sehr wohl wahrgenommen. Also man ist da nicht, der Stand ist schon ziemlich aktuell immer. Wir haben ja damit angefangen mit deinem Geräusch und das ist ja entstanden bei deinem Besuch, bei deiner Recherche an der Front. Darüber hast du einen großen Artikel in der gedruckten Zeit geschrieben und du warst an der Front oder jedenfalls nah an der Front, so nah wie du und wir das für vertretbar halten, ohne dass du in allzu große Gefahr gerätst. Da triffst du Soldaten, was erzählen die dir? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Ich war an drei Artilleriepositionen, also die nächste war, glaube ich, 7 Kilometer von der Front entfernt und die weiteste um die 11, so. Die werden momentan beschossen mit sogenannten Gleitbomben. Das sind, Russland verschießt 150 pro Tag aktuell. Diese Gleitbomben, die schlagen ein und kreieren einen Krater von 10 bis 15 Metern und gehen zwei Stockwerke tief. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sowas eben in eine ukrainische Position knallt. Und das macht den Soldaten, also das ist was relativ Neues, das ist passiert erst seit einigen Monaten und Russland hat die Produktion dieser Gleitbomben nach oben schnellen lassen und die Ukraine kann die nicht abschießen. Das Einzige, was da hilft, sind beispielsweise Patriot-Systeme, die nah an der Front stationiert sind, um eben diese Flieger, die diese Bomben abwerfen, zu zerstören. Also das drückt die Stimmung. Die Drohnen, die Russen sind besser geworden im Einsatz von Drohnen. Die fliegen weiter als noch vor ein paar Wochen und es fliegen stellenweise mehr davon. Mhm. Und momentan gibt es auch eben diesen Fokus. Ich war ja im Donbass unterwegs, bei den Städten, also wir kennen ja alle Bachmut und so, also unweit von Bachmut, Tassifia heißt die Stadt, die jetzt quasi im Fokus der Russlands steht und ein bisschen weiter südlich bei Avdiivka. Da wird gerade
sozusagen eine Offensive vorbereitet, weil die da eben sehr viel dieser Gleitbomben unterkommen lassen. Und ja, also die Moral, das ist natürlich immer unterschiedlich. Ne? Häufig ist es an diesen Positionen so, da hat man dann manchmal 4 Männer, je nachdem, was das für ein System ist, manchmal ein paar mehr, manchmal sind es 10. Und es gibt häufig jemanden, der so, so ein bisschen die Stimmung heben will, indem er Witze macht und so, jemand, der eher positiver ist. Und dann gibt es meistens auch Leute, die seit 2014 schon kämpfen, die sind dann häufig die Kommandeur einer Einheit. Und es gibt aber natürlich auch Leute, die einfach in der Ecke sitzen und total verzweifelt sind. Und ich habe das dieses Mal wieder stark gemerkt. Also ich meine, alle, die da sitzen und sich beschießen lassen müssen und nicht genug Munition haben, um zurückzuschießen, die müssen damit klarkommen, dass sie jeden Moment sterben können. Also ich war in einer Position, wo am Vortag 2 Meter hinter dem Geschütz was eingeschlagen ist, es war ein riesiger Krater, und ich war an einer Position, wo alle Soldaten ziemlich nervös rauchten, weil einige Stunden zuvor eine Granate unweit, also 30 Meter waren das, eben explodierte oder einschlug. Und die sagten dann eben, naja, hätten die jetzt nicht eine verschossen, sondern 5, dann gäbe uns nicht mehr. Und das macht was mit den Menschen. Also dieser Ausnahmezustand und diese Akzeptanz des eigenen Todes und des Todes aller Umstehenden, das ist etwas, das ich auch sehr schwer, also ich kann das fast nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich muss man in dieser Situation sein, um das auch verstehen zu können. Aber es ist auch, also man merkt das in der Art, wie diese Menschen dann sprechen und sich ausdrücken. Und ich habe da einen Soldaten im Kopf, da war ich in meiner Position und habe dann schon irgendwie den sozusagen den Klassenclown interviewt und habe dann den Kommandeur interviewt. Und dieser Mann saß im Eck, so 1 Meter von mir entfernt. Das ist ja immer alles sehr klein und ist da unterirdisch in solchen Gruben sozusagen. Und er saß einfach nur da und guckte sich das an und veränderte seinen Gesichtsausdruck nicht eine halbe Stunde lang. Und ich fragte dann irgendwann mal, was denken Sie eigentlich, wie geht es Ihnen eigentlich? Und er sagte dann, naja, eigentlich haben wir nur 3 Möglichkeiten, 300, 200 oder wir desertieren. 300 heißt, man wird verletzt, 200 heißt, man wird getötet, und desertieren ist klar. Es sollte ein Witz sein, die anderen lachten, aber er veränderte den Gesichtsausdruck nicht. Und das, also man trifft auf sehr viele Menschen, die einfach wirklich sehr, sehr müde sind, weil die da schon sehr, sehr lange sind. Das sind ja alles keine Berufssoldaten, also sind ja Menschen, die vor 2 Jahren, also dieser Mensch, ich habe dann gefragt, was haben Sie im zivilen Leben gemacht? Der war vor 2 Jahren noch großer Unternehmer in Lviv, also sehr nah an der polnischen Grenze. Und das lief alles prächtig, und das sind halt ein Geschäftsmann einfach, ne? Das hast du ja auch gesagt, dass die seit 2 Jahren an der Front sind. Das ist ja auch so ein Satz, der sagt sich so leicht. Was heißt das denn genau? Was heißt das, seit 2 Jahren an der Front zu sein? Sind die dann ununterbrochen da? Gibt es sowas wie einen Heimaturlaub? Stehen denen einige Tage, meistens sind es irgendwie so 10 Tage zu, wo einige dann die Familien besuchen. Aber 10 Tage, ich glaube im halben Jahr, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es im halben Jahr oder im Jahr, aber die meisten sagen eben, dass sie da irgendwie sehr lange nicht dürfen, weil die Situation so angespannt ist, dass sie dann diese Sperre haben, dass sie gar nicht diese 10 Tage nehmen dürfen und dann eben davon sitzen bleiben müssen. Und wenn die aber dann zurückgehen, dann kehrt das auch gewisse Probleme. Also ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, dass mein Freund mich besucht hat in Kiew und der auch dort gearbeitet hat und im Zug war mit einer Gruppe Soldaten, die eben gerade von der Front kamen und dann 10 Tage in der Ukraine irgendwo verbringen durften. Und die hatten alle keine Handys mehr oder die Handys waren kaputt oder leer, und mein Freund gab halt dann sein Handy, damit die Telefonate führen konnten mit den Familien. Und danach fingen die Familien dann an, meinen Freund anzurufen, weil diese Soldaten niemals heimkamen, weil es natürlich unglaublich schmerzhaft ist, zurückzukehren zur Familie, zu den Kindern, zur Frau für 10 Tage und dann wieder zurückzugehen in diese Hölle. Also das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Und die Leute hoffen auch wirklich darauf, dass mobilisiert wird. Und das ist etwas, das die Ukraine machen muss. Die ukrainische Regierung machen muss, einfach mehr Menschen zu mobilisieren, damit diese Rotation einfach stattfinden kann. Wenn du da in diesen Artilleriepunkten bist und mit den Männern sprichst, die gerade gestern beschossen worden sind, wie geht's dir damit? Hast du Angst?
Ich habe Angst, wenn ich höre, dass die vor 2 Stunden beschossen wurden und die haben ja die Position seitdem nicht verändert. Und das ist ja im Donbass, man hat ja diese weiten Felder und die sind ja dann meistens, diese Positionen sind dann in diesen dünnen Baumreihen, die diese Felder voneinander trennen. Und mittlerweile sind ja dieses, alles was ich gesagt habe, zwischen 7 und 14 Kilometer, da kommen die Drohnen mittlerweile hin. Und es, wir hatten auch eine Situation, wo dann eben eine Drohne kam, ne? Eine Lancet, die sich dann, also die wird dann in eine Position gesteuert und explodiert dann. Also eine sogenannte Kamikaze-Drohne ist das dann. Ja, also ich, das ist nicht angenehm. Dass ich versuche, so effizient wie möglich zu arbeiten, wenn ich auch merke, dass ich, man ist da oft mit einem Presseoffizier unterwegs, dem man gewissermaßen vertrauen muss. Und ich, wenn ich merke, da ist irgendwas falsch, dann sage ich meinem Team, also ich habe das einmal jetzt vor 3 Wochen auch gemacht, da hat mir einen sehr, sehr seltsamen Presseoffizier, meinte ich eben auch, okay, ihr müsst effizient arbeiten, ihr müsst schnell sein, weil ich werde die Interviews so schnell wie möglich führen, weil ich diesem Mann keine Sekunde vertraue, das passiert. Und manchmal ist man eben, merkt man, okay, hier ist ein bisschen entspannter, hier kann man den Leuten mehr vertrauen, hier kann man ein bisschen länger bleiben und ausführliche Interviews führen. Erzähl vielleicht nochmal, weil das ist ja auch so ein Satz, wir haben vorhin gesagt, du bist mehrfach an der Front gewesen, da fährt man ja nicht hin wie irgendwie an irgendeinen Bahnhof. Was heißt das? Wie kommst du da hin? Also du bist, kannst du vielleicht auch mal erzählen, ja nie alleine unterwegs. Wie kommst du da hin? Wie bist du da unterwegs? Was heißt das, an die Front zu fahren? Also für mich ist es immer am besten, im Dreierteam zu arbeiten. Ich vertraue Fahrern nicht. Ich hatte schlechte Erfahrungen. Ich fahre selber sehr gerne Auto und häufig fahren auch die sogenannten Stringer-Auto, also ukrainische Kollegen, die mir helfen, Interviews zu organisieren, Termine zu organisieren, die diese ganze Bürokratie machen. Es ist unglaublich viel Bürokratie und häufig scheitert dann irgendwas an einer Unterschrift eines Beamten, der 5 Stunden lang sagt, ja, ja, die Unterschrift kommt gleich und dann kommt sie eben nicht, weil er einfach keine Lust hat, das zu unterschreiben. Also in der Ukraine gibt es auch viel Bürokratie. Da gibt es auch viel, ja, im Militär, glaube ich, gibt es viel Bürokratie und ja, und es gibt, wie glaube ich, überall dann Einzelpersonen, an denen sehr viel hängt und die dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Macht ausspielen wollen. Das ist für uns ärgerlich, aber das passiert und man gewöhnt sich dann. Genau, also ich bin meistens dann mit einem Fotografen oder einer Fotografin unterwegs, einem sogenannten Stringer, also diesem ukrainischen Kollegen und eben mir. Und wir leihen uns ein Auto oder einer der beiden anderen hat ein Auto, das geländefähig ist. Und dann fahren wir in eine Stadt, in der man relativ gut leben kann, irgendwo an der Front. Bei uns war das dieses Mal Kramatorsk, die auch beschossen wird, aber wo man dann weiß, okay, man hat irgendeine Wohnung im Erdgeschoss und so und kann dann noch einigermaßen ruhig schlafen an den meisten Nächten. Und dann vereinbart man mit, also man spricht mit unterschiedlichen Brigaden und Bataillonen, je nachdem, wie man halt sprechen will und diskutiert mit ihnen. Die sagen dann, was wollt ihr haben? Und dann sagen wir, wir wollen das haben. Und dann sagen die, nee, das können wir euch nicht zeigen. Und das ist immer so ein bisschen eine Verhandlungssache. Und wenn man dann an die Front fährt, also an die Position, dann hat man mittlerweile immer eigentlich einen Presseoffizier dabei. Das heißt, man fährt an einen Punkt, die Koordinaten werden geschickt, wir machen unsere Ortungsdienste an den Handys aus, machen Flugmodus ein und holen dann diesen Presseoffizier ab. Es ist immer wichtig, mit dem eigenen Auto zu fahren, damit man im Notfall auch immer selbst wegkommt. Und dann lotst dieser Presseoffizier ein dann durch Felder und verlassene Dörfer, die total zerschossen sind, an eben diese Position. Dann stellt man den Wagen irgendwo ab, geht noch eine Weile und trifft dann die Soldaten dort. Und dann hat man eigentlich relativ viel Freiheit. Also man kann dann auch wirklich bleiben, solange man will, häufig. Mhm. Manchmal nicht, aber meistens schon. Und kann dann auch sagen, hey, das war jetzt nicht so gut, können wir noch was anderes machen? Können wir vielleicht wirklich noch mal diese Werkstatt sehen, wo die Granaten zusammenschrauben und so. Und dann kommt man eben von einem ins nächste und merkt dann auch, was ist gerade interessant, was ist relevant für eine Geschichte und was ist vielleicht langweilig. Das Krasse ist, du erzählst das so cool, aber es ist eigentlich total absurd, was du alles gerade schilderst. Man fährt dann mit dem Wagen durch die Felder, durch die zerschossenen Dörfer an die Position, wo geschossen und gekämpft und gestorben wird. Ja, ja, man sieht auch dann die Feuer so am Horizont, da wo die Nulllinie ist. Wenn man vor allem auch abends irgendwie zurückfährt. Kannst du das ausblenden, wie katastrophal das eigentlich ist?
Du bist dann ganz konzentriert auf deinen Job? In dem Moment ja. Und das muss ich auch sein. Also das ist, glaube ich, auch, wenn man mit nicht nur mit Soldaten spricht, sondern mit Menschen, die halt irgendein Trauma gerade durchleben. Und dann muss man einfach konzentriert sein und man zoomt raus und arbeitet in dem Moment. Und die Verarbeitung muss dann danach stattfinden. Du hast neulich mal erzählt, dass du, ich war das Saporischer, wo du unterwegs warst mit dem Fahrer und es war so ein bisschen eine brenzlige Situation. Und du hast dann zu dem gesagt, wenn jetzt was passiert, dann bringst du uns aber bitte sofort raus. Und dann hat der gesagt, nee, wenn hier was passiert, dann fahre ich sofort zu meiner Familie. Genau, das war in Dnipro. Nee, das war Saporischer, das ist echt, genau, das war das Atomkraftwerk. Das war im August 22, glaube ich, wo dann wir genau dort waren, als dann alle möglichen Politiker anfingen, uns zu schreiben. Das ist ja so ein Moment wahrscheinlich, wo dieses Ausblenden auch eben nicht mehr funktioniert. Also da bricht ja sozusagen... Also das war ein bisschen, für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, aber wir haben uns dann entschieden, über Nacht zu bleiben, obwohl sehr viele nach langen Abwägungen, ich glaube, wir haben auch telefoniert, nach langen Abwägungen habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache jetzt diese eine Nacht noch, den nächsten Tag und dann reise ich ab, wird schon nichts passieren. Also es gab da wirklich, uns haben Reporterinnen geschrieben, uns haben Politikerinnen geschrieben und gesagt, macht mal lieber los, so. Und wir haben uns entschieden zu schlafen dort und ich habe dann mit Kollegen eines Fernsehsenders verabredet, dass die uns, wenn die abfahren, dass sie uns mitnehmen. Und wir sind morgens aufgestanden und da waren alle Journalisten weg. Wir waren die einzigen in diesem Hotel. Wir haben gefrühstückt und sind dann ins Zimmer und dann kam Alarm. Ein super komischer Alarm, den ich so noch nie gehört habe. Und dann ging mir so durch den Kopf, werde ich jetzt quasi schon verstrahlt, also passiert jetzt quasi schon was mit meinem Körper, was unumkehrbar ist und das ist ein sehr seltsamer Moment. Es stellte sich heraus, dass das Hotel in Flammen stand, also es war einfach nur irgendwie ein normales Feuer, nicht in Verbindung mit dem Krieg ausgebrochen und das war dann schon ein Aufatmen. Also ich habe dann schon verstanden, dass ich sehr ungern irgendwie in so einer nuklearen Notlage... Ja, das ist irre, dass die gute Nachricht ist, dass das Hotel in Flammen steht. Ja, das stimmt. Die gute Nachricht ist, nur das Hotel brennt, Wahnsinn. Du hast ja vorhin das Mobilisierungsgesetz erwähnt. Mobilisierung ist auch so ein Begriff, der klingt irgendwie so ja, wie irgendwas Bürokratisches. Mobilisierung heißt, Leute werden an die Front geschickt und können dann da auch sterben. Und du hast aber auch geschildert, wie aus Sicht derer, die da ja schon sind, wie die darauf warten, weil sie auch mal raus wollen. Wie reden die, die da sind, über die, die nicht da sind? Vielleicht auch über die, die gar nicht im Land sind, die eben ausgereist sind. Also ist das ein Punkt, also man kann sich das eigentlich nicht anders vorstellen, als dass es da auch sicher eine Menge Verletzung und Verhärtung und auch Verbitterung gibt. Gibt es? Also es gibt zwei Seiten. Es gibt die Leute, die sagen, ihr geht feiern jetzt in Kiew, macht das. Wieso stehe ich sonst an der Front, wenn ihr auch ein schlechtes Leben habt? Davon gibt es viele eigentlich, also das ist überraschend, aber auch an der Front hat man überall, ne? Also man sagt ja immer so, okay, das ist jetzt irgendwie Erster Weltkrieg und Trenches und man sitzt da im Schützengraben, die haben alle Handys, die sitzen alle am Handy die ganze Zeit so, da gibt es Starlink-Verbindungen, du bist auch, wenn du an der ersten Linie 100 Meter von den Russen entfernt bist, kannst du da sitzen und du musst ja auch meistens irgendwo unter der Erde sitzen, weil ständig diese Drohnen fliegen und dich da irgendwie umbringen können. Und guckst dir halt irgendwie TikTok an und guckst dir Instagram an und weißt, was in Kiew los ist und weißt, wie die Leute da tanzen. Und ja, das bringt sehr viele Leute auch, das bringt sehr viel Spaltung in die Gesellschaft und es bringt sehr viele Soldaten dazu, Sachen zu sagen, wie, vor allem die Grenze überquert haben, die Männer, die im wehrpflichtigen Alter sind, das sind keine Ukrainer mehr. Die sollen nicht mehr nochmal kommen, die haben uns verraten und es gibt auch eben diese Bitterkeit, also Sätze wie, naja, in diesem Club, da habe ich die Männer oben ohne gesehen, da ist viel Potenzial, da sollten wir mal Leute reinschicken. Also es ist schon, wird schon sehr, sehr mit zunehmender, glaube ich, Entfremdung und auch Wut gesehen, ja. Wir haben auch immer gehört, dass es so wenig Munition gibt, das hast du auch gerade gesagt. Die ukrainische Seite kann nicht im gleichen Maße zurückfeuern, wie die Russen sie angreifen. Jetzt gibt es diesen Beschluss vom vergangenen Wochenende,
dass die Amerikaner ein riesengroßes Hilfspaket jetzt endlich beschlossen haben und in die Ukraine wieder Waffen und Munition liefern werden. Wie ist diese Nachricht aufgenommen worden in der Ukraine? Sehr positiv natürlich. Der Präsident sagte, das ist überlebenswichtig. Die hatten zuletzt an der Front wirklich kaum was. Ne? Also ich habe teilweise auch mit den Einheiten telefoniert und dann sagten die uns, naja, ihr könnt schon vorbeikommen, aber wahrscheinlich werden wir eh nicht schießen. Die gehen davon aus, dass das Schießen für uns das Coolste ist, weil dann passiert ja was, weil wir haben ja nichts mehr. Wir können ja nichts verschießen. Und das ist also stellenweise entlang der Front, wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass Russland eine größere Offensive vorzubereiten scheint, auch mit Truppenansammlungen, gewisse politische Ziele wahrscheinlich erreichen möchte, auch auf dem Boden. Und die Ukrainer mussten in den vergangenen Wochen stellenweise sich auch mal zurückziehen. Ne? Also man zieht sich dann zurück, weil die Position weiter hinten vielleicht strategisch besser gelegen ist und so. Aber das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Und was ja auch gemacht wird, entlang der Front werden ja jetzt diese Verteidigungslinien gebaut. Also man fährt da entlang und überall buddeln Bagger in den Feldern halt neue Schützengräben aus und die sind teilweise Dutzende Kilometer hinter dem aktuellen Frontverlauf. Das zeigt nochmal, dass man sich wirklich darauf vorbereitet, dass die Front tatsächlich irgendwo, sehr gut im Endeffekt, aber dass die Front tatsächlich irgendwo durchbrechen könnte und Russland weiter folgen könnte. Und diese Waffen, diese militärische Unterstützung, die jetzt aus den USA kommen wird, das kommt eigentlich zu spät, weil die so spät kamen, sind die Ukrainer gerade in einer Situation, die wirklich, wirklich schwierig ist, aber die wird ihnen ermöglichen, die Lage zu stabilisieren zumindest. Also mehr nicht, stabilisieren, aber das ist schon mal was so. Mhm. Weil in diesen Dutzenden Kilometern, die ich beschrieben habe, da sind auch Dörfer und da sind auch Städte, die dann im Zweifel besetzt würden. Es fragen sich ja alle, wie und wann dieser Krieg enden kann. Es gibt ja viele Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, wie Kriege enden. Und empirisch ist es so, dass Kriege meistens nach wenigen Wochen beendet werden oder eben nach sehr vielen Jahren, manchmal auch Jahrzehnten. Ist das, was die Ukrainer jetzt erwarten, einen möglicherweise jahrzehntelang andauernden Krieg oder einen mindestens jahrelang andauernden Krieg? Ja, und für viele dauert dieser Krieg ja schon seit 10 Jahren an und die stellen sich auf jeden Fall darauf ein, weil die sehen, auf welche Art und Weise Russland Munition und Waffen produziert. Russland stellt sich auf einen sehr langen Krieg ein und die Ukraine macht das auch, muss das machen. Also das ist Konsens mittlerweile, dass es nicht schnell vorbeigeht. Also ich glaube, so nach einem Jahr hat das dann angefangen zu kippen und dann gab es, also ich erinnere mich, dann gab es so einen Moment der Enttäuschung, weil wirklich alle dachten, naja, in 2 Jahren, wir schaffen das jetzt und in 2 Jahren sind wir diesen Krieg los. Und dann hat man eben merken müssen, dass das so nicht funktionieren kann. Und es wird dann eben über Pläne gesprochen, wie könnte man jetzt am besten eigene Munition herstellen, muss man da auch irgendwelche Bunker bauen, wo gibt es vielleicht Orte, die unterirdisch liegen, sodass man da was herstellen kann und so. Also das ist allen bewusst und auch an der Front sehr häufig, wenn man mit den Soldaten spricht und die auch fragt, ja, was gibt dir noch Motivation? Also hast du noch irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ja, ich muss hier sein, das macht Sinn? Dann kommt wirklich häufig, naja, ich will nicht, dass meine Kinder kämpfen müssen. Es wird als Generationenkrieg gesehen sozusagen. Also man könnte ja auch auf den Gedanken kommen und das ist ein Gedanke, der in Deutschland jedenfalls immer wieder formuliert wird. Man könnte auch auf den Gedanken kommen, das ist es alles nicht wert. Das viele sterben, die vielen Toten, lasst uns doch überlegen, vielleicht aufzugeben. Aber den Gedanken, höre ich bei dir raus, gibt es so nicht. Es gab ja auch immer diesen anhaltenden Trend, nach der ukrainischen Kriegsmüdigkeit zu fragen. Das hat jetzt so ein bisschen aufgehört. Ich meine, man kann das ja nicht mal nachvollziehen, manchmal, wenn man vor Ort ist, wenn man die Leute sieht, die wirklich fertig sind und die aber trotzdem sagen, klar, werde ich jetzt weiterkämpfen müssen. Und die sind so fertig, dass sie das auch, also die sagen, was sie meinen. Das geht denen nicht mehr darum, irgendwelche politischen Botschaften oder was auch immer.
Ja, natürlich macht das einen Sinn, weil die das sonst keinen Staat mehr haben werden. Also das ist ja wirklich eine Möglichkeit, manchmal vergisst man das so ein bisschen. Ich glaube, wir sprechen dann über, es fallen dann eben so Worte wie die Front kann eingefroren werden und so weiter. Und diese Idee, dass die Ukraine dann noch bestehen kann und dann ist halt dieser Konflikt irgendwie nur im Osten und so weiter. So wird das in der Ukraine nicht gesehen. Also man weiß, dass Kiew weiterhin halt ein Ziel ist, dass das Ziel Russlands ist, Kiew einzunehmen und Selenskyj zu töten. Das hat sich ja nicht geändert. Und das ist dann quasi die Motivation, da weiterzumachen. Ein Kampf ums Überleben. Ein Kampf um den eigenen Staat, um die eigene Nation. Es gibt ja in Deutschland diese Debatte über die Verhandlungen. Ne? Es gibt immer wieder die Kritik, die deutsche Regierung sollte mehr darauf hinwirken, dass es Verhandlungen gibt. Gibt es so eine Debatte eigentlich auch in der Ukraine? Also gibt es eine nennenswerte Zahl von Leuten, die sagt, wir sollten aufgeben vielleicht sogar, weil das würde fast auf dasselbe hinauslaufen, oder wir sollten jetzt verhandeln, wir sollten das beenden? Also es gibt Gespräche über Verhandlungen, natürlich. Was aber dann nicht heißt, dass viele Menschen wollen, dass verhandelt wird und dass man aufgibt gar. Ne? Also das gar nicht. Dieser Prozentanteil der Menschen, die sagt, wir müssen aufgeben, der ist einfach gering klein, maximal klein. Aber es entsteht ja immer, es ist so ein bisschen die Vorwegnahme meiner Flop 5, aber es entsteht ja auch immer dieser Eindruck, nein, die Ukrainer wollen ja alle nicht verhandeln, die sind dafür nicht bereit, aber es gibt ja Diplomatie immer noch, nach wie vor, und es gibt Friedensinitiativen und die Ukrainer blockieren das nicht. Im Gegenteil, der Kreml sagt, das macht alles gar keinen Sinn. Ne? Also klar, wird auch hinter verschlossenen Türen darüber gesprochen, es werden Szenarien erstellt und es wird darüber gesprochen, wie wird die Zukunft des Donbass aussehen und so und was könnte man mit der Krim machen. Das findet statt, aber halt hinter verschlossenen Türen. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch, also der Konsens steigt, dass es irgendwann mal einfach Gespräche geben wird. Aber der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht da. Du hast das Stichwort genannt, die Flop 5. Wer es noch nicht kennt, das sind 5 Sätze, Phrasen, Ausdrücke, Redensarten, die du nicht mehr hören kannst und die du uns jetzt erzählst. Was ist dein erster Flop? Du hast einen Spickzettel. Ja, ich habe einen Spickzettel und da steht 1 Nazis. Nee, das hat wieder so eine Renaissance gefühlt. Nazis. Ja, dass ich jetzt wieder öfter höre, die Ukrainer sind ja Nazis und auch von Politikern höre, wenn die Kameras aus sind und die Mikros aus sind und so. Also das kann ich ohnehin nicht hören, weil das für mich absolut absurd ist, dass Deutschland, das ja die Ukraine überfallen hat, Nazi-Deutschland, die Ukraine damals ja überfallen hat, dass man jetzt irgendwie den Ukrainern vorwirft, naja, das sind ja alles Nazis. Und ich finde, das ist so eine Formel, die Ukrainer von uns nochmal entfernt. So. Hm. Das sind Leute, mit denen wir uns nicht identifizieren. Die sind anders als wir. Und häufig wird ja dann darüber gesprochen, dass ein Teil der Ukrainer damals unter Bandera und so mit den Nazis kollaborierte und so. Und da hört das Argument auf und man geht nicht weiter zurück, ein paar Jahre zurück und guckt sich nicht an, unter welchen Bedingungen die Sowjets mit den Ukrainern umgingen, die einfach dann reihenweise politische Häftlinge erschossen und so. Und aus diesem Verständnis heraus kam es dann teils zu diesen Kollaborationen und so. Also dieses, die Ukrainer sind alle Nazis, das kann ich wirklich nicht hören. Und das hörst du von deutschen Politikern, weil das ist ja eigentlich was Russland häufig transportiert als Argument. Wir mussten da irgendwie alle entnazifizieren. Vermutlich transportiert Russland das Argument auch an deutsche Politiker. Mhm. Also klar, okay. Es ist klar, dass das nicht alle sagen und nicht alle Parteien, aber ja, das hört man, das fällt ab und an. Und das hört man auch von normalen Menschen, in Anführungszeichen, ne, Bürgerinnen und Bürgern, weil ich glaube, das einfach so ein bisschen durchrieselt dann, diese Vorstellung. Mhm. Ist ja nicht so. Also wenn man sich anguckt, wie viel Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer rechtsextreme Parteien und so wählen, die irgendwie, also es ist, Okay, sehr, diesen Flop findest du richtig Flop.
Genau. Ja, das ist einfach zweiter Flop. Ja, das war jetzt hier bereit für Verhandlungen, aber ich habe 6 aufgeschrieben, weil ich mir schon dachte, dass ich irgendwas vorwegnehmen werde. Das macht auch nichts. Du kannst ja mal zusammenfassen oder okay. So. Also. Ja, das war jetzt, dass die Ukraine muss bereit sein für Verhandlungen, weil das ja wirklich inszeniert, sie sei das nicht. Und das, wieso steht, also wieso nicht, Russland muss bereit sein, dafür Verhandlungen zu führen, verstehe ich nicht. Ja, was ich so häufig gehört habe in den vergangenen Wochen jetzt, da Deutschland ja wirklich sehr stark unterstützt, dieses wir sind ja die größten Unterstützer und jetzt sind mal andere dran, finde ich ein sehr seltsames Argument, um ehrlich zu sein. Das überzeugt mich auch nicht und ich habe so das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir über Unterstützung sprechen, das Gefühl, dass wir so unglaublich, unglaublich viel machen. Aber wenn sich die Krisen der vergangenen Jahre, wenn man sich das mal anguckt, sowohl die Finanzkrise als auch Covid, die Pandemie, da wurde viel mehr Geld ausgegeben für. Also der Wiederaufbaufonds also Brüssel auch, ne? Nicht nur Deutschland, der europäische Wiederaufbaufonds nach der Covid-Pandemie, das ist 8-mal das Volumen dessen, was Brüssel an die Ukraine gegeben hat, seit Beginn bis jetzt so. Ja, es ist natürlich viel, wir unterstützen viel, aber dann als deutsche Politikerinnen und Politiker sich hinzustellen und zu sagen, naja, ja, wir haben jetzt viel unterstützt, aber jetzt sind mal andere dann, ich glaube, da versteht man dann so, oder das wirkt dann auf mich so, als verstünde man den Ernst der Lage nicht, diese existenzielle Bedrohung, die dieser Krieg auch für uns bedeutet. So, also das hoffe ich, müssen wir nicht mehr so häufig hören. Dritter Flop war das. Du hast noch einen vierten. Ja, das ist so Klassik, aber es hält ja auch an. Alles zu Taurus sei schon gesagt. Also dieses, wenn man dann irgendwie nach Taurus fragt, naja, wir können jetzt auch mal die Argumente wiederholen, die wir schon 100-mal wiederholt haben. Nee, es kommen immer wieder News. Wir wollen das debattieren. Medien fragen nach, die Leute fragen nach, weil die Lage unklar ist. Die Argumente, die wir hören von unserer Regierung, sind für uns einfach nicht so verständlich, als dass wir die hinnehmen können. Und ich meine, da kommen auch immer wieder Neuigkeiten, ne? Also der Chef des Rüstungsunternehmens Airbus Defense und Space, heißen die hier, hat ja jetzt vor kurzem gesagt in einem Interview, er widerspreche Scholz, wenn man wirklich Lösungen finden wolle, die Ukraine quasi mit dem Taurus zu unterstützen und dann aber keine deutsche Hilfe zu leisten, dann würde man diese Lösungen finden können. So. Also das würde funktionieren. Und das muss debattiert werden und ich finde, es ist die Verantwortung unserer Regierung, das einfach zu tun und ehrlich zu debattieren. Und klar, das ist, wir sind jetzt irgendwie in einem Ausnahmezustand, es ist Krieg, es sind keine Friedenszeiten, verstehen wir alles. Aber man muss das schon auch deutlich erklären, finde ich. Also Taurus immer ein Flop irgendwie. Ja, die Atombombe auch. Ne? Das ist, ich verstehe das nicht, wieso man sich so demütig gibt und von vornherein sagt, die Russen haben die Atombombe und jetzt dürfen wir ja nichts machen. So hat das ja in den vergangenen Dekaden auch nicht funktioniert. Das war ja immer auch ein undurchsichtig Wirken. Man hat nie die Karten sofort auf den Tisch gelegt. Und das wird ja nicht offen gesagt. Die Atombombe, das ist jetzt nicht so etwas, die nukleare Bedrohung, das wird ja auch nicht. Aber das rieselt auch immer durch und man hört das ja immer in den Hintergrundgesprächen und so weiter. Ich finde den Umgang. Aber es wurde auch offiziell gesagt, also Medvedev zum Beispiel hat es also offiziell im russischen Fernsehen gesagt. Und man werde also in der Lage sein, Atombomben auf deutsche Städte zu schicken. Ja genau, und was ist dann unsere Reaktion? Wir drohen nicht gegen, sondern wir sagen, ach so, ja dann müssen wir jetzt aufpassen. Dann können wir jetzt ja keine, was war das am Anfang, glaube ich, sogar Panzer liefern und so. Finde ich wirklich, also das finde ich so ein bisschen beunruhigend, weil damit macht man sich ja erpressbar, also auf Lebzeiten, ne? Wir werden ja in Deutschland jetzt nicht irgendwie nuklear antworten können und das finde ich, also ich finde das ein bisschen erschreckend. Also dieses Atombombenargument, finde ich immer ziemlich schwierig. Ist natürlich eine Bedrohung, es ist eine Bedrohung, klar, bloß der Umgang damit, das
dieses Oh nein, aber. Also dein Argument ist, wir sozusagen, wir werden nicht sicher dadurch, dass wir nichts liefern, sondern. Genau, ja. Und wir machen unsere Lage nicht besser, indem wir von vornherein sagen, wenn ihr irgendwie droht, dann legen wir alles nieder und ergeben uns. Das macht uns nicht stärker. Wir müssen ja eigentlich stärker demonstrieren können. Und wir könnten das ja auch. Aber wir sehen uns selber nicht als stark. So wirkt das auf mich manchmal. Das waren jetzt 5 Flops. Waren das 5? Das waren 5, ja. Aber du hast gesagt, du hast einen 6., weil du schon dachtest, welche sich verbrauchen unterwegs. Ja, das ist so ein bisschen, ne, aber das ist so ein bisschen Selbstreflexion oder auch nicht, aber dieses, dass Medien zu aktivistisch sein, das hören wir Reporterinnen und Reporter, die in der Ukraine arbeiten, immer wieder, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich hier sagen kann, dass wir, also viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Kontakt bin, wir sehen die Zelensky-Regierung und die Leute um Zelensky herum auch wirklich sehr kritisch und berichten ja auch über Korruption, wir berichten darüber, was dort passiert. Und dann diese Argumentation, dass man immer der ukrainischen Regierung nach dem und dem Präsidialamt nach dem Mund rede und so, das ist sehe ich einfach nicht. Und das finde ich manchmal so ein bisschen befremdlich, weil ich denke, wo seht ihr denn, wie könnt ihr diese kritische Berichterstattung, die wir ja leisten, nicht sehen? So, der letzte Flop, ja. Wir haben ja häufig wirklich ernste Themen und das ist auch ein ernstes Thema. Deswegen haben wir es angewöhnt, dass wir unseren Gästen immer am Ende, dass wir die immer versuchen zu zwingen, uns irgendwas Positives mitzugeben und irgendwas, was ihnen Hoffnung macht. Kannst du uns bitte mal zum Abschluss ein Best-Case-Szenario sagen, etwas, was dir Hoffnung macht? Ja, es ist echt witzig. Ich habe vor ein paar Tagen jetzt so auf meinem privaten Instagram-Channel gefragt, so, was wollt ihr wissen? Schreibt mal, welche Fragen ihr habt. Und dann kam eine Frage, wie siehst du die Ukraine in 2 Jahren? Und ich schrieb dann nur so irgendwie ganz schnell, es ist April 2026, ich sitze auf meinem Balkon in Kiew, ich sehe gerade, wie eine Gruppe junger Menschen von einem 24-Stunden- oder 48-Stunden-Rave heimkommt. Ich höre, wie eine Freundesgruppe laut lacht, so als hätte sie keine Sorgen. Und am Himmel zeichnen kommerzielle Flugzeuge Linien. Und ich habe so ein Feedback auf diese Story bekommen, von Ukrainerinnen wie auch von Deutschen. Das ist etwas, glaube ich, das die Leute einfach hören mussten, weil manchmal, also das ist auch immer das Absurde für mich, wenn ich zurückkomme nach Berlin, dann muss ich erst mal so 2 Tage ankommen, um zu verstehen, wieso die Menschen hier sich anders bewegen, anders lachen, anders sprechen. Diese Leichtigkeit, wir haben uns irgendwie so damit abgefunden, glaube ich, dass es die in Kiew in der Ukraine nicht gibt. Und dann diese Aussicht, dass das vielleicht irgendwann mal wieder so sein könnte, wie es ja vor 2,5 Jahren war, die hat sehr vielen Menschen, zumindest in meiner Blase dort, glaube ich, ein bisschen Hoffnung gegeben. Und ja, das ist ein Szenario, das ich mir gerne wünschen würde, 2026 im April. Das klingt super. Dann kommen wir, Tina, zum Live-Podcast nach Kiew im April 2026. Genau, das wäre nochmal was. Sehr gerne. Ja? Okay, das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute live vom Europacamp in Kampnagel in Hamburg. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie was zu meckern haben oder Vorschläge, wen wir demnächst einladen können, dann können Sie uns schreiben an unsere Mailadresse und die lautet daspolitikteil@zeit.de. Den einzigen Wunsch, den wir Ihnen nicht erfüllen können, ist, wir laden, anders als andere Podcasts, keine Politiker und keine Politikerinnen ein. Nee, weil wir finden, die haben schon genug Airtime, aber das wünscht sich eigentlich auch nie jemand. Das oder? Hat also sich das, noch nie jemand ja, gewünscht. Ja, es haben sich schon sehr viele Leute ganz tolle Themen gewünscht, aber es hat sich eigentlich noch nie einer Politiker gewünscht. Gerne. Oder eine Politikerin. Ja, vielen Dank. Das ist die Stelle, an der wir Danke sagen. Danke natürlich, Olivia, dass du uns erzählt hast aus einem Alltag, den man sich irgendwie kaum vorstellen kann, aus einem Land, über das viel gesprochen wird, aber aus dem wir dann doch oft gar nicht so viel wissen. Und natürlich vielen Dank Ihnen und euch, dass Sie heute hier waren und uns zugehört haben. Dankeschön, Hamburg. Danke.